Hallo Freunde, ich muss sagen, erstmal bin ich euch eine Erklärung schuldig. Es waren ja jetzt, keine Ahnung, wie lange ich nicht gezockt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch irgendwie nicht wirklich mehr Lust. Außerdem habe ich auf ein Logo gewartet von meinem Kumpel, das bei dem nächsten, beziehungsweise bei dem ersten Assassin's Creed 2 Part direkt jetzt zu Einsatz kommt. Der zwar eigentlich schon auch lange aufgenommen ist, aber egal. Wir sind wieder bei Bulletstorm und ich denke mal, da starten wir doch einfach mal, indem wir uns erstmal ein Bierchen reinsüppeln oder was auch immer das ist. Und dann mal gucken, wo haben wir denn hier ein paar Freunde? Ah, da sind sie ja. Ach Gott, ich habe auch in der Zeit, wo ich halt nicht aufgenommen habe, genauso wenig selber gespielt, also überhaupt generell gespielt, und jetzt sterbe ich hier ja direkt fast zu Anfang schon. Ist ja ein bisschen peinlich. Oh Gott. Ich habe echt richtig lang generell nicht mehr gespielt. Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Der steht ja immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Und bin deswegen auch durchaus etwas aus der Übung. Bitte seht's mir nach. Beziehungsweise, bitte seht's mir nicht nach. Ich werde natürlich mein Bestes hier geben. Ah, verdammt. Und der Vorteil ist, am Wochenende bin ich wieder auf einer 3-Tages-LAN. Und da werde ich meine Skills auf alle Fälle hoffentlich noch mal ein bisschen wieder auffrischen. Okay, hier ist nachgeladen. So. Ja, wir sind ja immer noch hier im Terror Dome. Und heilige Scheiße, ich wusste, der kommt zurück. Wollte ich gerade auch sagen, der kommt bestimmt gleich wieder. Ich mache seinen Weg frei. Ja, mach das mal. Warum muss ich eigentlich den Scheißjob machen? Ich hab gerade nicht zugehört. Was ist denn immer mein Job? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Hier geht's raus? Ja gut, dann folge ich dir einfach mal, Ishi. Auf 12 Uhr! Was? Schon so spät? Ups, der war verzogen. Na komm runter hier. Keiner mag euch, ihr habt keine Freunde. Ich muss erstmal hier wieder mit der Steuerung ein bisschen zurechtkommen. Ich hatte gerade vergessen, dass man ja hier treten und peitschen kann. Naja. Aber das Gute ist, das Spiel ist ja doch, ich würde es mal nennen, simpel. Irgendwo. Hallöchen. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. Haha, fail. Sieh nur, Papa hat eine waschechte Robotersteuerung gefunden. Hihi. Ach ja, so funkferngesteuerte. Ach hier. Funkferngesteuerte Autos waren auch früher richtig lustig. Und jetzt haben wir was anderes. So, wie ging der denn nochmal? Wenn ich C drücke, bewegt er sich dann? Ja, genau. Nee, sich selbst soll er nicht anschießen, sondern. Das Fass macht Bumm. Ach Gott, ich. Na toll, Aufhänger? Ach Gott. So, da bin ich wieder. Da will man einfach mal wieder in Ruhe zocken und dann. Naja, egal. Dann, machen wir doch mal weiter hier mit unserem kleinen, neuen, hübschen Spielzeug. Und hallo, Welt. So, wir müssen jetzt hier immer schön
in Deckung bleiben, weil wir selber können ja nicht mehr schießen und manchmal ist die Steuerung hier doch nicht so einfach, wie man das gerade merkt, besonders weil man hier nicht immer. Ach so, der hat so eine. Weil der sich halt, wie gesagt, nicht so einfach steuern lässt. Aber egal, wir ballern jetzt einfach hier mal eine Runde rum. Ah, da ist noch so ein Dicker. Na? Jetzt nicht mehr. Einmal umdrehen. Bitteschön, dankeschön. Haben wir denn hier noch welche? Na, war's das? Nee, das war's doch noch nicht, oder? Ich hör's doch, irgendwer schießt hier noch und. Ishi schießt auch noch auf den Platz. Auch das da zum Beispiel. Ach, und da steht wieder so ein Anboss. Naja, also ich habe nur einen gesehen. Ich weiß nicht, weil Strikes sind ja eigentlich 9 oder 10. Keine Ahnung. Sicher? Nee, ganz sicher nicht. Alles ruhig. Gehen wir weiter. Ja, dann. Aus mal rein, Klein Rex. Dankeschön. Wo geht's jetzt weiter mit uns? Ja, ach da, okay. Dankeschön. Direkt hinter die Ishi. Wo? Ach da. Gott. Jede Menge Kleingegröße. Einfach mal hier ein bisschen in Bewegung bleiben. Und ballern, was das Zeug hält. Warum denn auch nicht? Ich sehe zwar gar nicht, wie viele wo sind, aber irgendwo stehen da. Ah, bestimmt welche. Ja, blinde Wut trifft, glaube ich, ziemlich gut. Nee, nee, sterben ist jetzt hier nicht. Ach, da steht noch einer. Es ist zumindest lustig. Mit meinem unendlichen Munition, etc. pp. Ach so, das eine Ding haben wir da schon weggeschossen. Wo stehen die denn? Ach, da oben drauf, oder was? Ja, da oben schon. Jetzt nicht mehr. Was soll das denn werden? Bleib wachsam. Und da haben wir direkt das nächste. Ja, natürlich jage ich es in die Luft. Los, umdrehen und schießen. Umdrehen und schießen. Umdrehen und schießen. Dankeschön. So geht das. Das war doch bestimmt noch nicht alles, oder? Naja, vorerst wohl schon. Sie umgehen uns! Deck unsere Flanke! Greif an, mein Schoßtierchen! Bring Tod und Vernichtung über die Menschen! Wo greifen die uns an? Bitte, wenn ich fragen darf. Ich habe bis jetzt nur den einen gesehen. Ach, da oben. Sonst noch wo? Ja, da oben auf dem Balkon. Und jetzt wieder da. Hier hat mein Roboter gerade echt wütend gemacht, Jungs. Badam! Jetzt lass doch mal meinen Roboter. Der macht was her. Ach, komm, Gray. Ich war vom Moos, aber nicht 20 Meter groß. Ich schmeiß hier eine Party rund um die Uhr. Holt euch einen Roboter, wir gehen auf Metzeltour. Ach, Gray, du und deine Sprüche. Lass man bereit. Genau, Ishi. Oh, ups. Da standen wohl ein paar Jungs zu nah.
fliegen Nummer 1 und das Ding kriegen wir auch runter. Irgendwann. Bin ich jetzt. Schön. Jetzt kommen wir auch von da hinten. Naja, egal. Dann ein bisschen Speerfeuer. Wir müssen auch erstmal noch genau auf die. Besonders weil die mich gerade doch ein bisschen. Schieß dahin, dickes Ding. Ah, die nerven jetzt gerade doch ziemlich. Machen wir. Nein, ich sterbe jetzt hier nicht. Erstmal in Deckung, wollte ich gerade sagen. Mist. Verdammte Kacke. Und Versuch Nummer 2. Blöde Frage, aber wo war der letzte Checkpoint? Ich hoffe nicht allzu weit weg. Weil das wäre ein bisschen blöd. Jetzt lädt er auch erstmal ewig. Ja, geht doch. Ach. Schöne Texturen nachladen und so. Jetzt sind wir hier. Erstmal noch. Jetzt müssen wir uns erstmal hier nochmal komplett durchkämpfen. Ich sollte vielleicht auch eher ein bisschen im Hintergrund bleiben, oder? Ja, wäre glaube ich nicht schlecht. Oh Gott. Nee, oder? Jetzt bin ich schon wieder tot. Ich glaube, ich bin echt ziemlich eingerostet. Obwohl die Stelle hier eigentlich richtig geil gemacht ist, man hat halt selber nicht so die Kontrolle. Und wenn der sich dann mal irgendwo verhakt, dann kann das auch ziemlich blöd sein. So, jetzt will ich aber gerade mal was ausprobieren. Da kommt ja gleich so ein Typ. Hier vorne hingerannt. So, wenn ich da jetzt mal. Egal. Ich wollte eigentlich mal C auf den drücken. Aber das hat wohl nichts gebracht. Ach, da steht ja noch einer. Nutzen wir hier jetzt auch mal ein bisschen mehr die Zoom-Funktion. Auch wenn es, glaube ich, so nötig nun auch wieder nicht ist. Aber eigentlich auch schön blöd von den so offen über das Feld zu laufen. Und Grey, das hast du bereits erwähnt. Ich schmeiß hier eine Party rund um die Uhr. Holt euch einen Roboter, wir gehen auf Metzeltour. Würdest du bitte die Schnauze halten? So, jetzt kommen hier gerade noch zwei Helikopter. Und den einen hat sie jetzt schon mal erwischt. Oh, okay, oder drei. So, ein Schuss, ein Treffer. Bam. Und ja, ich gebe die Deckung, Ishi. So, dann müssen wir uns gleich aber möglichst direkt um die Dinger da kümmern. Nein. Umdrehen. Das meinte ich nämlich. Wenn man eigentlich in Deckung gehen will. Aber dann gegen die Deckung zielt und sich das Ding umdreht. Ich möchte jetzt aber eigentlich auch nicht so lange mich dran aufhalten. Beziehungsweise euch so lange aufhalten. So, jetzt sind die zwei Helikopter-Geschichte und jetzt sollte das hier auch erstmal nicht mehr so das Problemchen sein. Jetzt müssen wir nur zielen.
Und jetzt komme ich von da hinten. Jetzt erstmal lass mich wieder den da oben ausschalten. Dankeschön. Ja, ich bin hier nicht in Deckung. Ja, immerhin lebe ich noch. So halbwegs, aber ich sehe gerade mal überhaupt nichts. Wo sind die jetzt da? Ach Gott. Haben wir das jetzt zum Glück auch hinter uns. Ach, da sollst du stoßen. Ah, okay. Oh Scheiße, das klingt übel. Ich glaube, das hat der nicht überlebt. Nee. Er hat uns treu gedient. Ich wollte ihn Tapsi nennen. Aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen. Ich werde ihn nie vergessen. Eine Schweigeminute für Tapsi. Sieh mal da unten. Bett, oh. Ich komme. Auf dem Weg, Ishii. Was haben wir denn hier unten? Ein tiefes Loch haben wir hier unten. Na gut, wenn du meinst. Sie haben dieses Loch bewacht. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Vielleicht mögen sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Logisch. So ganz verstehe ich zwar nicht, wo das jetzt wieder logisch ist, aber es ist Gray. Und wir sind im dritten Akt, Kapitel 1. Wo ein Scharfschütze? Hehe, Scharfschützen. Hm. Wenn wir da Scharfschützengewehr bekommen, dann... Ah. Ich liebe das Scharfschützengewehr. Sobald wir es haben, werdet ihr wissen, warum. Ich freue mich schon. Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lang, bis wir das jetzt bekommen. Das wäre nämlich echt ganz famos. Ein braun gekrisselter Bildschirm. Ich glaube nicht, dass das so soll, oder? Sag mal, kann heute eigentlich mal irgendwas funktionieren? Wir sehen uns sofort wieder. So, und jetzt natürlich erstmal wieder die komischen Grafik-Bugs oder auch nicht, weiß ich nicht. Ich wollte gar nicht vorschlagen, dass wir uns hier ein Häuschen kaufen. Zu viele zerstückelte Biker. Außerdem schmälert die einstürzende Decke den Wiederverkaufswert. Und das Erscheinungsbild ist auch das letzte. Ja, hier muss dringend mal renoviert werden. Mann, ich glaub nicht, dass ich jemals so glücklich war, einen so schlechten Witz zu hören. Und ich frag mich echt, was gerade mit der Grafik hier los ist. Kurzer Schnitt nochmal. Ich habe keine Ahnung, was mit meiner Kiste gerade los ist. Was zur Hölle war das denn? Das wollte ich dich gerade fragen, Ishii. Remember in Bewegung. Aber ich glaube, das werden wir schon noch früh genug herausfinden, was das für Viecher waren. Hab ich so das Gefühl. Die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Und auf das Ding. Vorsicht! Was hab ich dir gesagt? Halt die Klappe und lauf! Wir müssen sofort einen Weg hier rausfinden! Nichts. Wir sind eingeschlossen. Moment, ich hab was gefunden. Das heißt hier eingeschlossen. Wir sind niemals eingeschlossen. Eingeschlossen. Bisschen heiß am Arsch, oder? Jetzt gehen die Texturen wieder. Das war verdammt knapp. Keine Ahnung, was das war. Irgendwelche Schoner für meinen Arsch. Der alte Junge ist für solche Misshandlungen nicht gemacht. Es interessiert mich nicht, für welches Ausmaß an Misshandlungen dein Arsch gemacht ist. Beweg dich. Schöne Landschaft. Na, mal sehen, auf wen oder was wir hier gleich treffen und... Der Damm wimmelt von Einheimischen. Alle anderen Final Echos zur Anführerposition.
Und da hat sich die gute Trishka doch nochmal gemeldet. Das Signal der Kleinen kommt von diesem Dampf. Inzwischen ist bestimmt schon ein Rettungsschiff für Serrano unterwegs. Wenn wir den Weg an Bord finden wollen, brauchen wir sie, um uns zu ihm zu führen. Wir brauchen sie lebendig. Ja, das gucken wir dann nochmal. Was haben wir denn hier jetzt so Bunny-mäßig? Hier können wir auf alle Fälle nochmal was kaufen. Ein paar Ladungen können hier ja auch nie schaden. Ein, zwei Detonationen. Und hier nochmal. Für die Boundaster. So, und Yil? Ja, mit diesem doch sehr hübschen Bild verabschiede ich mich. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, was uns denn da oben auf dem Wasserfall Dambla Gedöns erwartet. Bis dahin, Leute. Ich hoffe, die Pause hat euch nicht so gestört. Und ich denke mal, jetzt kommen auch wieder regelmäßiger Videos. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.